das schönste Motivbild in der Sur Selva und eine großartige Geschichte, die nur Professor Dr. Peter Hersche erklären könnte. Aber gut, ich will sie dir zeigen. Welcome to the German speaking part of Europe. Seit ich in diesem Diss in die Messe gehe, ist da ein noch älterer Mann mit einer noch stärkeren Stimme. Der geht noch ein bisschen öfter als ich in die Messe. Und was mir bei ihm aufgefallen ist, wo war ich? Was mir aufgefallen ist und auch immer ein bisschen gestört hat, dieser Mann ist einfach immer ein bisschen vor dem Priester. Ob es darum geht, in die Knie zu gehen oder wieder aufzustehen oder einen Gesang zu machen und so. Er ist einfach immer ein bisschen vorher. Und naja, wenn mich etwas stört, dann interessiert mich das. Ich frage mich dann, was das ist. Also gut, auf jeden Fall, ich habe ihn dann irgendwann darauf angesprochen und ich habe gesagt, mein Lieber, du warst in dem Chor, wo ich jetzt bin, viele Jahre, hast eine wunderbare Stimme, kennst all die Gesänge, die lateinischen, die rätoromanischen, die anderen auch und Hallihallo. Es kann gar nicht sein, dass dir nicht auffällt, dass du immer ein bisschen zu früh bist. Und da schaut er mich an und ja, natürlich. Ja, aber ich bitte dich, was daran ist natürlich, wenn du immer zu früh bist. Und dann sagt dieser Kerl zu mir, man redet ja bei uns hier oben gar nicht viel. Man redet über das Wetter, man redet über das Offensichtliche, aber das Wichtige. Abt Daniel hat mir das ja einmal gesagt, gell? Stefan, miteinander reden wird total überschätzt. Also gut. Dieser Kerl sagt jetzt zu mir, Stefan, es ist einfach sehr wichtig, die Priester immer und immer wieder daran zu erinnern, dass nicht wir ihnen folgen, sondern dass der Priester der Gemeinde folgt. Fragt Peter Hersche, er kann es erklären. Kirche von unten. Welcome to the German Speak Platform. Ah, nein, das war das Anfang. Jetzt wird kommen im Namen des Ärgers, der Wut und des heiligen Zorns. Geht hin, ihn. Unruhe. Ist nicht meine Lieblingskirche, aber ist mein Lieblingsmotivbild. Alois Karicet hat um eine Frau gebetet. Yep.